Guten Abend und herzlich willkommen beim aktuellen Sportstudio. Tja, je später der Abend, umso interessanter die Gäste. Die will ich Ihnen auch gleich vorstellen. Ich begrüße ganz herzlich den Trainer von Fußball-Weltmeister Argentinien, Dr. Carlos Bilardo. Guten Abend. Ja, und neben ihm sitzt ein Mann, dem die bisherige Bundesliga-Saison sicherlich schon erhebliches Kopfzerbrechen bereitet hat. Es ist der Vorstopper des 1. FC Köln, Paul Steiner. Ja. Ja, und last but not least freue ich mich sehr, einen ganz vielseitigen Künstler bei uns hier im Studio begrüßen zu können, nämlich André Heller. Guten Abend. Und André Heller hat uns einen Leckerbissen mitgebracht, nämlich die chinesische Akrobatengruppe Begnadete Körper. Sie sind hier auf einer Tournee. Wir werden hier nachher noch mehr aus Ihrem Programm zu sehen bekommen. Toni Schumacher hat ein sonniges Gemüt. Das hat er auch bitter nötig, denn die Waldhofer Fans hatten gekochten Ziegenbock als Spezialität auf dem Speiseplan. Die Frage war, ist Köln ganz in Weiß endlich über den toten Punkt oder ist die Moral auf dem Nullpunkt angelangt? Martin Trieb blieb unverletzt und Toni Schumacher war noch die Ruhe selbst. Die Frage war auch, sind Klaus und Thomas Alofs in der Lage, das Blatt zu wenden, das heißt, endlich Tore zu schießen. Thomas Alofs überhastet, Toni Woodcock wäre besser gestanden. Niederlagen verbreiten Unsicherheit, die oft kritisierte Abwehr, auch heute mit mangelnder Übersicht. Wer übernimmt wo wen? Auch diese Frage blieb heute oft unbeantwortet. Was Schumacher hier Steiner ins Ohr flüstert, werden wir wohl gleich erfahren. Mannheim hatte nach 20 Minuten den letzten Rest an Respekt abgelegt. Martin Trieb und Toni Schumacher, der die Vielzahl an Schüssen auf sein Tor immer häufiger dezent bemängelte. Man hatte den Eindruck, als ob die Kölner wollten und nicht konnten. Mannheim vor allem im Mittelfeld überlegen und ungedeckt. Dickieser auf Jörg Neun. Und dessen Flanke verwandelt Karl-Heinz Bührer herrlich direkt zum 1:0 nach 33 Minuten. Die Zeitlupe wird verdeutlichen, Bührer am linken Bildrand, den Bruchteil einer Sekunde eher am Ball. Vielleicht typisch für die gesamte Situation des 1. FC Köln. Und so erlebte Schumacher das 1:0. Er dirigierte, rieb sich die Hände, war in spannungsvoller Erwartung und in völliger Machtlosigkeit. Das ganze Dilemma des 1. FC Köln zeigt sich nicht nur in der Abwehr, vor allem im Sturm. Klaus Alofs bemüht, ohne Glück. Morten Olsen auch schon nicht mehr mit reiner Weste. Schöner Pass auf Klaus Alofs. Und wenn das Selbstvertrauen fehlt, die Angst vor dem Versagen mitspielt, ist der Kopf nicht mehr frei für den entscheidenden Schuss. Alfred Schön gegen Paul Steiner. Ganz einfach. Doppelpass. Steiner kann sich nur noch durch Handspiel aus der Affäre ziehen. Der Ball rollt seinen Weg. Findet zurück zu Alfred Schön. Schumacher rutscht der Ball über die Fäuste und Karl-Heinz Bührer nickt kurz vor der Pause zum 2:0 ein. Morten Olsen enttäuscht. Köln schon wieder geschlagen. Doch diese Szene nochmals. Schiedsrichter Osmas übersah eine Regelwidrigkeit. Zum einen war der Ball nicht am Tatort, zum anderen muss er, wenn auch nur ganz kurz, ruhig liegen bleiben. Und das tat er nicht. Dort, wo der Ball ausgeführt wurde, war doch ungefähr 10, 15 Meter von dem Ort entfernt, wo das Vergehen begangen wurde. Das ist schade, aber das ist eben so. Die zweite Halbzeit. Maurizio Gaudinho, ein klasse Mittelfeldspieler, ballgewandt, antrittsschnell, temperamentvoll und Bührer trifft nur die Latte. 11 Minuten, komm.
Noch 11. Noch 11, sag weiter. 11 Minuten noch. Es geht, da ist nur Decke drin. Hopp, hopp, hopp. Jetzt waren es nur noch deren zwei. Und Georg Kesslers Optimismus in aller Ehren, es war nichts mehr drin. Thomas Hessler traf zwar noch das Lattenkreuz, doch nach dem 2:0 klang das Bekenntnis von Vizepräsident Thielen zu Georg Kessler schon nicht mehr ganz so hundertprozentig. Ich denke schon. Toni Schumacher, ganz kurz, woran liegt es denn beim 1. FC Köln? Ja, wenn wir das wissen, wäre es ja wahrscheinlich Millionär, ne? Dann würde es nämlich abschaffen. Was würden Sie denn kritisieren? Ich würde gar nichts kritisieren. Das müssen wir noch enger, wir wissen, man möchte auch ein Interview geben. Wir wissen alle, dass es im Moment sehr, sehr schlimm bei uns aussieht, aber es nützt nichts. Jetzt müssen wir noch mehr zusammenstehen, um aus dieser Scheiße rauszukommen. Sonst geht gar nichts mehr. Klare Worte. Paul Steiner, was hat Ihnen denn Toni Schumacher auf dem Spielfeld bloß zugeschrien? Tja, ich kann mich nur an freundliche Worte erinnern. An freundliche? Das sah ganz anders aus. Hat er gut verbergen können. Ja. Wie ist Ihnen denn jetzt so zumute? Ja, mit Sicherheit wäre ich lieber hierher gekommen, wenn wir Tabellenführer wären. Ja, da sind Sie aber weit von entfernt im Moment. Ja. Das ist richtig, ja. Wie ist denn die Stimmung in der Mannschaft? Redet man nach dem Spiel überhaupt noch miteinander oder geht man ganz schnell auseinander? Nein, wir haben diese Woche, der Toni Schumacher und der Morten Olsen und ich, wir waren zusammen essen gewesen nach dem Training und haben uns über die Mannschaft, über unser Spiel unterhalten. Mhm. Es ist also nicht so, dass man nach dem Training direkt auseinander geht und dann denkt, na ja gut, Samstag spielen wir wieder und damit hat sich der Fall. Wie können Sie denn eigentlich damit leben? Kann man nachts schlecht schlafen oder stehen die Sie da drüber? Macht Ihnen das nicht so viel aus, dass es Sie beeinflusst? Ich meine, wenn man lang genug dabei ist, dann kann man schon abschalten. Obwohl, wenn man natürlich immer verliert, dann denkt man auch schon mal oder wacht man nachts schon mal auf und überlegt, woran es liegen könnte oder wo der Fehler liegt und so. Und sind Sie da zu einer Erkenntnis gekommen? Nee, ich glaube, das ist ein sehr abendfüllendes Thema. Versuchen Sie es doch mal kurz. Wir haben ja ein bisschen Zeit. Ja, also ich meine, das liegt vielleicht sogar schon in der Vorbereitung, in der Vorbereitungsphase. Wir haben also wenig erstklassige Spiele gehabt. Wir waren auf keine internationalen Turnieren eingeladen. Wir haben also Spiele gehabt gegen Oberliga, Verbandsliga, die wir doch sehr gut gemacht haben, die wir auch gewonnen haben. Mhm. Und dann sind wir nach Bochum gefahren und wahrscheinlich so im Unterbewusstsein haben wir dann gedacht, das geht einfach so mit spielerischen Mitteln und sind dann eben ganz böse überrascht worden. Ja, und das geht jetzt so ja, eben seit 4 Spielen schon. Ja. Sie sind ja ganz optimistisch eigentlich in diese Saison gegangen. Nun ist ja auch einiges an Verstärkung gekommen. Sie haben mit Morten Olsen ja einen sehr, sehr guten Libero. Sie haben sich im Angriff verstärkt. Was ist denn mit dem Mittelfeld? Ich habe den Eindruck, da fehlt vielleicht doch ein Spielmacher, einer, der das Ganze mal an sich reißt, der sagt, wo es lang geht. Ja, das Mittelfeld ist natürlich schon seit Jahren ein Problem vom 1. FC Köln. Aber ich bin der Meinung, der Stefan Engels, der hat jetzt seit Leverkusen ist er dabei. Und der Tony Woodcock, die sind jetzt doch im Mittelfeld, haben ihre Trainingsrückstände soweit aufgeholt. Und ich glaube, dass die also das Hefter in der Mitte schon in die Hand nehmen können. Sind die denn die Typen dazu, die sagen können, wo es lang geht? Tja, ob sie Typen sind, das wird sich noch rausstellen. Ich meine, man muss einfach mit der Situation fertig werden. Und die Spieler selbst, die müssen natürlich auch was dafür tun, damit sie eben die Persönlichkeit im Mittelfeld werden, die wir brauchen. Ja. Gut, aber dazu braucht man vielleicht auch ein bisschen Unterstützung. Wie sieht es denn aus mit Toni Woodcock? Wie hat er sich denn diesmal in diese Mannschaft eingefunden? Nach anfänglichen Schwierigkeiten. Er hat also 2,5 Monate nicht mehr richtig trainiert gehabt. Mhm. Sein Vorteil ist natürlich, dass er schon mal in Köln war und dass er eigentlich ganz gut Deutsch spricht und dass er eigentlich von der Mannschaft akzeptiert wird. Weiter, ja. Ja. Wie ist denn das Verhältnis der Mannschaft zum Trainer? Das Verhältnis ist eigentlich sehr gut. Unser Trainer ist ein Mann mit viel Erfahrung und ich glaube, es liegt nicht immer nur am Trainer, dass wir jetzt eben die Spiele verlieren. Das und wenn ist ein wahres Wort. Ja, und wenn man eben dann mal ein kleines Erfolgserlebnis hat, dann sieht es schon wieder anders aus. So, Sie kennen das, 3 unten, 3 oben. Jetzt wollen wir mal sehen, wie es mit dem Tore schießen. Also irgendwie steht nicht richtig, ne? Die müssten mehr so stehen. Steht sie nicht gut? Doch. Ja, die müsste eigentlich mehr so. Bisschen mehr was? Bisschen näher ran. Einmal. Ja, das ist eigentlich typisch, ne?
Sie sehen, Sie bekommen Unterstützung. Ah. Einen leichten Rechtsdrall. Ja. Das ist typisch Abwehrspieler, der versucht immer neben das Tor zu schießen. Ja. Neben das eigene. Immer noch ein bisschen weit rechts. Mal sehen, wie es oben aussieht. Jetzt wieder etwas so. Spielverzögerung. Na bitte! Sie brauchen es immer ein bisschen schwerer, habe ich den Eindruck. Das kann ich nochmal. Nein, jetzt nur noch oben. Ja. Also, versuchen wir noch einen. Ich knall mal richtig drauf hier. So, was es sonst noch zum Fußball zu sagen gibt, sehen wir jetzt en bloc, zusammengestellt von Wolfram Esser und Joachim Günther. Mir ist eine Schlagzeile zum heutigen Spieltag aufgefallen. Sie heißt: Bayern halten mit Leverkusen Schritt. Der Meister kann also mit Leverkusen noch Schritt halten. Mit anderen Worten, so hoch stehen inzwischen die Aktien der Leverkusener Mannschaft. Sie spielte heute gegen den ersten FC Nürnberg. Nürnbergs Trainer Heinz Höher mag gar nicht mehr hinsehen. Fünfmal gut gespielt, aber die Punktausbeute 1:9. Für Höher ist es ein Hohn. Hat Leverkusen doch 9:1 Punkte und gegen den Club nicht besser gespielt. Nürnberg ganz in Rot hätte gewinnen können, aber wer solche Chancen auslässt wie hier Andersen, darf sich über Niederlagen nicht wundern. Noch ein Beispiel für die Nürnberger Misere. Wieder der Norweger Andersen. Erneut war Vollborn Endstation. 13.000 Zuschauer sahen ein kurzweiliges Spiel und 5 Minuten nach der Pause die Führung für Leverkusen. Die Klubabwehr bekam den Ball nicht weg, den Waas schließlich ins Tor beförderte. Die Entscheidung für den Tabellenführer 3 Minuten vor Schluss. Waas bediente Rolf, der Nationalspieler völlig frei mit dem Außenriss. Leverkusen gegen Nürnberg 2:0. Im Vorjahr war Leverkusen am Ende schon Sechster. Ein Unterschied zu diesem Jahr wird beim Vergleich der letzten 3 Spiele sichtbar. Gegen Fortuna Vorjahr 3:1, jetzt 5:0. Köln damals 3:2, jetzt 4:1. Und erster FC Nürnberg diesmal geschlagen. Die andere Werksmannschaft steht augenblicklich ganz anders da. Bayer Uerdingen ganz im Blau leistete sich nämlich die 2. Niederlage der Woche nach monatelangen Erfolgen. Diesmal zu Hause. Dortmunds Millioneinkauf Frank Mill hatte die Borussia nach 32 Minuten in Führung gebracht. Nur 2 Minuten später der Ausgleich durch diesen herrlichen Bayer-Angriff mit Hergets überlegten Abschluss. Nur 60 Sekunden danach Raducanu auf Simmes. Mill direkt aus der Drehung zur erneuten Gästeführung. Das Schwein auf seiner Seite hatte Uerdingen nur zu Beginn der 2. Halbzeit. Der 17-jährige Witeczek setzte sich durch. Friedhelm Funkel zum 2:2 nach 47 Minuten. Die Bayer-Elf danach überlegen, aber glücklos. Die Borussia mit schnörkellosen Kontern. Raducanu auf den eingewechselten Dickel. Zum 3. Mal die Führung für Dortmund nach 83 Minuten. 2 Minuten vor Schluss machte Frank Mill mit seinem 3. Tor alles klar. 4:2 gewannen die Dortmunder, die sich nach dem Schlusspfiff nicht erinnern konnten, wann sie zuletzt ein positives Punkteverhältnis hatten. Frank Mill erinnerte dafür an seine Stärken, die ersten Tore für Dortmund und gleich 3. 3 Tore hat inzwischen auch ein neuer Mann in der Bundesliga geschossen, Andreas Merkle. Ich hoffe, wir werden ihn noch sehen. Da ist er, der für den VfB Stuttgart das 4. zum 4:0 über Schalke besorgte. Zum 0:4 der Schalker Trainer. Das war heute gar nichts. Knapper kann man sowas nicht ausdrücken. Nach dem 1:1 in Stuttgart 45.000 Zuschauer in Berlin, aber im 3. Heimspiel die 2. Niederlage für Blau-Weiß. Schon nach 7 Minuten die Bremer Führung durch Rudi Völler. Die 26. Minute im Bild vor der